Mein Name ist Axel Krischig und ich bin der Redaktionsleiter vom Rhein-Main-Extra-Tipp und ich habe das Barfußlaufen einfach mal ausprobiert. Das Beste ist einfach, wenn man einfach Schuhe aus und losgeht, aber halt darauf achtet, was da für ein Untergrund herrscht, denn kleine Steinchen sind wirklich nicht angenehm. Ja, solche Steinchen mag der Fuß gar nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, sich schönen Ebenen Waldboden auszusuchen und da spürt man die ganze Freiheit über die Füße. Barfußexperten raten einem ja immer, auf dem Vorderfuß zu gehen, aber ob das bei mir so richtig geklappt hat, bin ich mir nicht so ganz sicher. Und Moos, das ist das 5-Sterne-Ambiente unter den Walduntergründen. Flauschig, super angenehm. Moos, da will man immer hin. Und wenn man ein bisschen klettert, zwischendurch bietet das eine Menge Abwechslung zu dem einfach nur normalen vor sich hinwandern. Mein Fazit: Barfußwandern sollte man auf alle Fälle mal ausprobieren. Und wenn ich ganz ehrlich bin, macht es auch so ein bisschen süchtig. Ich werde es auf alle Fälle noch einmal probieren.